bitte den Arm. Loslassen mit deinem Knie. Also, guck mal in die Richtung, genau. Ein bisschen trauriger, dramatischer, genau. Das ist gut, das ist gut. Jetzt Haare ein bisschen fummeln und so, genau, das gefällt mir. Das ist schön, das ist viel besser. Genau. Und die Latz ein bisschen, mein Gott, einfach locker bleiben, genau. So ist gut, aber bitte gib mir dein Lächeln, mein Gott, dein Mund, gib mir deinen Mund. Und was soll, oh mein Gott, mehr, was soll dieses lächerliche Outfit hier? Sowas zieht kein Mensch an. Jean, das ist die neueste Sommerkollektion von Douleur du Coeur. Von Douleur du Coeur, das ist mir doch scheißegal. Und Make-up, tu irgendwas hier, es muss besser aussehen. Das sieht scheiße aus. Mehr, hier machen. Was ist das? Ehrlich, Marie, würdest du sowas Schreckliches anziehen? Das ist die neueste Sommermode, Jean. Hm. Das trägt man jetzt so. Die Sommermode, die Mode, das ist mir alles scheißegal. Diese geschönte, möchte gern Tralala-Mode, das ist mir egal. So kann ich nicht arbeiten, wirklich nicht. Entschuldigung, ich werde dann zurück. Okay, machen wir das. So. Bitte in die Kamera gucken. Wie gehabt, genau. Ja, besser. Ja, besser. Aber bitte lächeln. Ja, so ist schön, so ist schön. Aber bitte gib mir einfach dein Lächeln. Gib mir deine Lippen, gib mir deine Augen. Sei lebendig. Nein, nicht mit dem Arm. Bitte, ja, bleib natürlich, ja? So ist gut. Ja, nee, vergiss den Arm. Guck einfach in der Kamera und lächeln, ja? Einfach nur lächeln. Das ist alles, was ich verlange. Okay, das ist gut. Das, oh, meine Güte. Ah, du, das Kleid sieht immer noch scheiße aus, Marie. Und das Make-up, komm mal hier. Nee, guck mal das an. Ist das Make-up besser geworden? Das Make-up ist scheiße. Wir machen weiter, meine Herren. Okay, einfach nur lächeln, ja? Lächeln, genau. Und vergiss deinen Arm, vergiss deine Beine, vergiss deine Arme. Nur lächeln, einfach in der Kamera gucken, das ist alles, was ich von dir verlange, genau. Das ist schön, ein bisschen umdrehen. Schöne Position, natürlich, Kamera gucken, lächeln, Augen, genau. Hand in den Haaren, genau. So ist schön, Arme runter, genau. Okay, das ist gut, das reicht, das ist Schluss für heute. Schluss für heute. So, meine Herren, wir treffen uns morgen wieder hier, 10 Uhr, gleiches Modell, aber bitte diesmal ein vernünftiges Outfit. LSO, ich glaube nicht, dass Sie in der Lage sind, hier das einfach abzubrechen. Es ist alles in Ordnung, wir können hier jetzt problemlos weiter. Natürlich, Monsieur LSO. Wir kommen morgen früh um 10 Uhr, es ist alles in Ordnung, kein Problem. Bis morgen. Mali, warte mal. Das ist Realität. Pressefotografie. Streetfotografie. Das ist das echte Leben. Verstehst du? Nee, eigentlich nicht. Ich fange wieder an. Mit meiner alten Analogkamera. Ich brauche das echte Leben von meiner Lise. Du willst wirklich mit dem Ding auf die Straße gehen? Oh ja, Marie. Das Ganze hier ertrage ich nicht mehr. Tag ein, Tag aus, die gleiche Scheiße jeden Tag. Ich brauche die Realität von meiner Lise, Marie. Marie, du bist ein Schatz. Ach, morgen, die Agenturtrottel kommen erst um 10. Also sei bitte um 9.30 Uhr da, das reicht vollkommen, ja? Marie, es war gestern fantastisch. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Du wirst sehen. Einfach genial. Guck mal das an. Guck mal das an. Das ist fantastisch. Hey, wo warst du denn? Ja, keine Ahnung. Mich rumgetrieben einfach. Ich kenne die Gegend überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Guck mal das an.
Kaffee, Tee. Marie, die Herren brauchen keinen Kaffee. Können wir endlich anfangen? Ich habe nicht ewig Zeit. Wo ist eigentlich das Model? Marie, kannst du mir bitte eine Cappuccino mit einem Schuss Karamell bringen, bitte? Danke. Okay, meine Damen, kurz zur Pause. Mal die Tür zu. Du, hast du einen Schein dabei? Irgendwas? Ist egal. Weißt du was? Wenn das Modell noch mehr so geschminkt wird, wie das jetzt, also ist die Bank nicht mehr zu erkennen. Das ist einfach nur Scheiße. So kann ich nicht arbeiten, Marie. Jetzt komm schon, wir sind doch bald durch. Ja, ich komm gleich, ich komm gleich, ich komm gleich. Mehr! So, machen wir weiter, danke, danke. So, schnell fächen, genau. Die Bilder sind im Kasten. Alles für Sie bereit. Auf Wiedersehen oder vielleicht auch nicht. Was Herr Dessau meint, ist, dass wir viele schöne Bilder geschossen haben. Und wir werden uns alles anschauen, bewerten und uns dann relativ zeitnah bei Ihnen melden, okay? Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Tschüss. Danke. Dankeschön. Aber ist das normal, dass das hier in dem Laden so läuft? Weißt du, er ist einer von den Besten. Wenn er sagt, es ist vorbei, es ist fertig, dann ist es so. Ist es gut. Hey, wollen wir uns gleich die Bilder von eben angucken? Ah, scheiß drauf, Marie. Ich zieh gleich los. Die Realität! Solltest du nicht mal langsam machen mit deiner Kokserei? Weißt du was, morgen 10 Uhr im Studio, es gibt sowieso nicht viel zu tun. Ein bisschen Papierkram. Die Realität. Schnell Schwinde. Ciao. Das ist gut. Das ist richtig gut. Richtig gut. Das ist schön. Du bist eine Schönheit. Ja. Jean? Scheiße, Jean! Wach auf! Jean! Oh, verdammt! Jean, wach auf! Oh.
passiert? Was ist passiert? Was? Du lagst bewusstlos mit dem Kopf auf den Tisch, also was ist passiert? Das scheiß Koks! Was ist das? Ich weiß nicht. Wo warst du gestern Nacht? Ich weiß nicht, ich bin einfach rumgelaufen. Dann scheiße, Jean, da ist eine Leiche auf dem Foto! Eine Leiche! Kann sein. Ich kenn das. Ich kenn das, das ist bei der Parkinsel. Du wohnst doch da in der Gegend, oder? Wohnst du bei der Parkinsel? Ja, ja. Stopp, wir müssen die Leiche da suchen. Wir müssen zur Polizei gehen, wir müssen das Mädchen da finden. Jetzt mach doch was, mein Gott! Du drückst dich hier zu und fotografierst tote Menschen, das geht doch nicht! Ist okay, wir suchen mal. Wir gehen da hin, wir suchen. Zieh dir eine Jacke an. Oh mein Job, beeil dich, Mann! Jetzt komm! Jupp. Ist es das? Keine Ahnung. Du warst doch hier gewesen! Erkennst du das, oder nicht? Jetzt beweg deinen Arsch! Komm schon! Jetzt beweg deinen Arsch! Ja, ja! Keine Ahnung. Jetzt! Marie, hast du was dabei? Halt's Maul! Weißt du? Dein Ego-Trip. Dein permanentes Gelangweiltsein. Und die Tatsache, dass du dir auch die letzten Hirnzellen wegguckst, das ist mir scheißegal. Aber was du da aufs Spiel setzt, das ist auch meine Existenz. Das Fotostudio, was dich so ankotzt, das ist mein Leben. Damit verdiene ich meinen Unterhalt, mein Geld. Du schmeißt alles weg. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Weißt du was? Mach, was du willst. Komm zu mir. Komm zu Papa. Genau. Kat! Glaubt ihr das alles?